Freunde, herzlich willkommen zurück bei Minikraft PS4. Heute wird mal auf Dach gucken, wie es dann da weitergehen soll. Ich habe ja letzte Folge, zumindest ist das Licht ein kleines bisschen gesetzt. Ich habe gelesen, ich krieg die Kisten. Ja, du hast recht. Ich krieg die Kisten immer auf, scheiße. Ach, Mann, ich habe es vorhin gerade noch gelesen. Ja, du wirst die Kisten bestimmt nicht aufkriegen, wenn du genau über den Kisten den Scheiß da platzierst. Du hast recht, das funktioniert nicht. Aber letzte Folge ein bisschen gefailed. Was kriegen wir wieder hin? Pass mal auf, das machen wir anders. Wir setzen das Ding einfach hier hin. Da gibt's halt... Ein Knot was. Da gibt's halt eine Frontbelichtung. Ich mach die... Zack. Zack. Und dann mache ich den hier mal wieder zu. Da kann ich wieder oben die rettestohende Leitung rüberlegen. Zack, zack, zack. Ach so, stimmt ja. Haha, Mann. Manchmal bin ich auch so ein kleiner Behindi. So, jetzt aber. Weg, 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 weg. So, mal gucken, ob ich die Kiste jetzt noch aufbekomme. Sieht aber, denke ich mal, wieder ein bisschen bekloppt aus. Ja, da kann ich Sicherheiten auch wegmachen. Warte mal kurz. Das muss jetzt alles wieder neu geregelt werden hier. So. Mann, was knurrst du denn hier vor der Tür? Die guten alten Zombies. Die werden aber auch nicht intelligenter. Obwohl das Hirn langsam ein bisschen mal wachsen müsste bei denen. So. Muss halt so. Hier drüben ging es ja, ne? Da waren ja großteils keine Kisten. Ja, können wir erstmal so lassen. Ich wollte ja zwecks der zweiten Etage gucken, weil ich dann nur endlich baue. Aber jetzt müssen wir ja sowieso erstmal... Da ist ja. Also sie sind immer wegen dem Dorfbewohner da. Gucken, dass ich die zweite Etage erstmal abdecke. Deswegen muss ich da jetzt erstmal Stein holen. Ich mache mal das ganze Baumzeug erstmal weg. So, Baum, Baum, Baum. Das ist auch Baum, das ist auch Baum. So, und das wollen wir erstmal mit Stein. Müssen wir erstmal eine kleine Runde setzen. Wie viel eigen davon? Da, da, da. Das reicht nicht. Aber ich glaube, ich habe noch was in den letzten Folgen durchgebrannt hier vorne. Nicht mein Gehirn, sondern die Steine hier unten. Genau. Können wir erstmal ganz kurz verarbeiten. Alter, wie viel Eisen ich schon wieder habe. Ich könnte mir eigentlich einen Eisengolem machen. Eigentlich. Aber wozu das gute Eisen verschwenden? Hä? Ich dachte eben, da wäre Dreck in der Wand drin. So. Wir machen mal so kurz ein bisschen Stein. Und dann müssen wir einmal ringsrum gehen. Das kann ja dann zwar ziemlich behindert aussehen. Alter, wo ist denn der Sch... Contenance bewahren. Hier, glaube ich, war das. Da. So, auf geht's. Und jetzt gehen wir... Mach ich das wirklich so? Ja, besser wär's. Komm, wir gehen jetzt einmal die Runde. Einmal ringsrum, das ist wegen der Redstone-Schaltung. Weil du kannst jetzt nicht hier einfach ein Bett hinstellen, wenn hier die Redstone-Schaltung sind. Deswegen mache ich da mal so eine kleine Zwischenetage. Und da sieht das alles scheiße aus nachher, pass auf. Das sieht dann gut aus. Da habe ich ein bisschen verquatscht, so. Zack, zack. Oh nee, das ist wieder eine Arbeit, Freunde. Und das bei dem Wetter. Ist noch Nacht, da kann ich vielleicht noch pennen gehen. Vielleicht ist dann der Regen weg. Ich schau mal ganz kurz. Du kannst... Ja, kannst du dich ausruhen, wenn Monster in der Nähe sind. Wo ist denn hier ein Monster, bitteschön? Pen. So, jetzt steht da, du kannst nur nachts schlafen. Toll, wir haben die ganze Zeit hier draußen rum. Dann machen wir wieder hin, so. Gut, dann müssen wir halt im Regen draußen weiterarbeiten. Ist halt so. Und dann seht ihr wieder nichts, weil das ganze Wasser hier an der Scheibe runterkleistert. Aber anders geht's nicht. So. Einmal rings herum. Ich weiß, es ist jetzt gerade wieder so eine... Alter, ich habe die gar nicht gesehen, die beiden. Hallo? Na, soll ich runterkommen? Das gibt eine Bombenstimmung, ich sag's dir. So, entweder für euch oder für mich. Da. Einen Stein habe ich zumindest genug. So, und dann muss ich... Ich muss jetzt gleich zwei hoch machen können, weil ich muss ja... Ich muss ja oben drüber ziehen. Also ihr wisst schon, dass hier hoch und dann rüber und so weiter und so fort. Und ich muss mir sowieso noch... Oh, der Regen ist vorbei.
noch einen Braustand besorgen. Wir waren ja noch gar nicht im Nether, oder? Jetzt fängt das wieder an. Hä? Amazing. Hier regnet's nicht. Und hier regnet's. Nass, trocken. Nass, trocken. Nass, trocken. Okay. Oh, jetzt habe ich mein... Ich hab mein Haus genau in so einem Zwischenbiom drin. Dass du im einen fast ersäufst und die ganz kleine Ecke da vorne immer trocken bleibt. Leute, das ist bei dem Holzhaus das Schimmelalarm, ne? Das wisst ihr. Also muss ich da einen Stein oder ein Eisendach drauf machen. Aber Eisen rostet. Ah, verschluckt. Der Eisen rostet da oben. So, zack. So, jetzt sind wir die erste Runde rumgegangen. Von außen. Schaut das schon mal scha... Ja, es schaut nicht so gut aus. Aber das regeln wir. Wir machen noch eine zweite Etage drüber. So, Freunde, ich hab das mal rausgeschickt, weil mir das so affig war. Und jetzt können wir eigentlich in der Theorie gleich den Boden rüberziehen. Damit wir sozusagen den Raum ein kleines bisschen abdecken. Nehmen wir dafür wieder Holz. Vorerst mal, ja. Warte mal. Den machen wir uns kurz noch ein bisschen verarbeiten. Na komm. Das wird alles wieder nicht reichen. So. Oh, nee, es regnet immer noch. Mann. So, jetzt muss ich einfach alles komplett einmal zukleistern. Natürlich müssen die Zwischenräume auch ein bisschen beleuchtet sein. Sonst könnte hier drinnen, also zumindest in der Etage unter, wieder was spawnen. Weil hier ein dunkler Lichtlevel ist und dann unter dem Raum spawnen sie wieder. Das habe ich schon mal gehabt. Das ist ein Riesenspaß. Das war, glaube ich, in den allerersten Folgen, wo ich mein Haus gebaut habe. Da habe ich auch das Problem gehabt, dass genau in der Zwischenwand was Dunkles war. Oder sind die Viecher mal gespawnt? Die waren immer in meiner Bude drin. Oder zumindest untermauert waren die dann immer. So, einmal rum. Hier regnet es ja nicht, das wissen wir ja. Und hier regnet es wieder. Machen wir das gleich mal zu hier. Hier ist ja trocken, es funktioniert. Was habe ich denn gehört von Mucke an? Das weiß ich halt gerade selber nicht. Ihr fragt euch auch bestimmt manchmal, ja, warum hast du die Musikeinblendung nicht mehr da? Weil das einfach nur immens viel Zeit und Arbeit kostet, nur die Musikdinger einzublenden. Weil jedes Mal, ich lasse ja Musik hier beim Zocken laufen, ne? Und ich lasse ja wahllos die Lieder laufen. Das heißt, dass jetzt irgendwie kein Rhythmus drin ist, sozusagen, ja, jetzt kommt das Lied, jetzt kommt das Lied, jetzt kommt das Lied. Nee, das läuft ja alles durcheinander. Und ich muss danach jedes einzelne Lied nochmal raussuchen und dann jedes Mal das Schriftpack da raussuchen und das jedes Mal drüberlegen und neu kalibrieren. Dann sitzt du manchmal nur für die Musik fast eine Stunde da. Und da hat er, oh, nee, in einer Weile kriegst du einen an der Waffe, wenn du es die ganze Zeit machst. Ich versuche ja immer noch ein gutes Plugin für OBS, also ich nehme mit OBS auf, versuche da ein gutes Plugin zu finden, dass ich irgendwie die Musik einblenden kann, aber es gibt nichts. Es gibt nichts, was die Musik anzeigt, was ich total doof finde. So, vielleicht können wir später noch... Achso, Schalter brauche ich auch noch. Ha, nee, ich mache da einen großen Frontschalter vorne hin. Einen großen fetten Frontschalter, damit man das Ding anschalten kann. Kommt dann an der Seite wieder so ein riesengroßer Steinklotz ran. Dann sieht das halbwegs in Ordnung aus. So. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Ups. So, das wird dann der Boden. Ich mache aber nicht mehr als zwei Etagen und dann ein Dachgeschoss rein. Jetzt übertreiben wir es einfach nur hier und ich weiß dann später nicht, wie ich es von innen bauen soll. Ich meine, bei der Pocket Edition momentan, da habe ich mir auch mal ein bisschen Mühe gegeben für mein Haus. Also, habt ihr bestimmt schon gesehen, die Realm-Folgen. Da ist mein Haus ein bisschen geiler geworden als das hier. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Das liegt, glaube ich, an der Inspiration im Allgemeinen. Manchmal, da hast du Lust, manchmal hast du nicht Lust. Und keine Ahnung, ich glaube, es liegt am Controller. Ich weiß nicht, der PlayStation 4 Controller war so locker, flockig, bis du dann irgendwas anderes in die Foto kriegst, was besser ist. Oder denkst du dir,
Nein! Ich hab nämlich so riesen Pfoten. Und diese riesen Pfoten halten den kleinen Controller in der Hand. Das ist manchmal scheußlich. Weil, wenn ich jetzt mein... Ich kann es euch jetzt gar nicht zeigen. Ich halte den Controller mit meinem Mittelfinger fest. Die anderen beiden Finger hängen außen rüber. Und das ist echt schlimm, weil du hältst es nur mit dem Mittelfinger, die Zeigefinger oben an den Pipsen hier, an den L1 und R1. Und die Daumen sind drauf. Die anderen Finger sind alle, die passen nicht ran. Kein Platz mehr. Müssen wir, glaube ich, einen größeren... Da gibt es ja einen, glaube ich, gar nicht, ne? So ein PlayStation 4-Controller in Übergröße. Das wäre geil. So, jetzt war irgendwo, was hast du für Bratpfannen als Pfoten? Ja, die sind halt ein bisschen größer geworden, ne? Also, die sind schon allgemein ein bisschen groß. So. La 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 la. Und der Controller gibt bald wieder auf. Ich hab... Jetzt, einen habe ich schon geschrottet gehabt. Der war jetzt, glaube ich, Verfallsdatum abgelaufen oder so. Keine Ahnung, warum der kaputt gegangen ist. Ich hab den ja nicht runtergeworfen oder so. Ich hab da einfach nur in der Hand genommen. Drück auf die Taste. Also auf, glaube R2 habe ich gedrückt. Ist die Taste rausgefallen. Und bei dem anderen, da funktionierte der Akku nicht mehr. Das ist ein Spaß gewesen, ich sag's euch. So. Ich würde mir wünschen, dass hier Maus und Tastatur funktioniert. Bei manchen Spielen geht's, glaube bei War Thunder, da funktioniert's. Da kannst du Maus und Tastatur spielen. Aber warum nicht bei allen Spielen? Das wäre doch viel lustiger. Der wäre, glaube ich, schneller hier im Bauen. So, zack, zu. Ey, ist das lästig. Komm, jetzt setz doch mal den Block hin. So, jetzt haben wir natürlich hier eine Quadrillion Holz verschwendet. Ich hätte das vielleicht doch alles noch mit Kies unten ausfüllen sollen, damit das Dach beschwert wird. Sonst kommt nachher ein Windzug und die Bude ist weg. Lalalalalala. Nee, Leute, das wird heute nicht mehr interessanter. Ich hab's euch doch gesagt. Da passiert nichts mehr. Ich mach jetzt das Dach fertig und aus Feierabend. Ja? Na, richtig. Ich höre deine Gedankengänge. Du sagst jetzt zwar nichts, ne? Aber ich krieg mit, oh, ist ja heute voll kacke. Ich meine, der Hater, der hat sein Dislike schon abgegeben, bevor er das Video gestartet hat. Der hat gerade, glaube ich, die Werbung drin gehabt und hat dann schon auf Dislike gedrückt. Der ist mir völlig wurscht. Hauptsache, der klickt auf das Video. Aber warum du nur zuschaust, ich meine, du jetzt als intelligenter Mensch, ne, sagst jetzt, Mensch, hat er aber eigentlich recht. Warum gucke ich mir jetzt den Blödsinn noch an? Das weiß ich selber nicht. Da musst du dir mit dir selbst im Klaren werden, was du willst. Ich meine, du könntest jetzt in der Zeit, wo ich jetzt hier dumm rumquatsche, hättest du dir zumindest was zu essen machen können. Du hättest jetzt Abendbrot machen können. So eine schöne Bämme, also eine Stulle oder Scheibe Brot. Man weiß ja nicht, wie man es hier sagen soll, weil ihr kommt ja aus allen Ecken Deutschlands. Hättest du jetzt machen können in der Zeit, du hättest dir eine Pizza in den Ofen hauen können. Du hättest mal schön auf den Pott gehen können und hättest danach Zeit für anderes gehabt. Oder hättest einfach mal selbst spielen können oder... Ja, keine Ahnung. Was Sinnvolles. Was hast du jetzt daran nicht verstanden? Du bist ja immer noch da. Hallo? Bist du eingeschlafen? Hallo? Du antwortest doch auch nicht, das ist voll die Frechheit, ne? Stell dir mal vor, du bist in so einem Meeting, erzählst, aber du bekommst von dem anderen einfach keine Antwort. Das ist eine Frechheit, weißt du das? Das solltest du dir echt mal abgewöhnen. So, kriegen wir das jetzt hier hin? Ach, nö! Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss die Treppe ja irgendwie hier organisieren, warte mal. Wir gucken mal ganz kurz. Zack. Hab ich dann schon wieder alles weggeschmissen da hinten. Da sind die Treppos. Machen wir mal. Ah, geht doch noch. So. Da kommen wir zumindest hoch. Jetzt können wir hier auch zukleistern. Hä? Hey. So, perfekt. Ich weiß,
sag wieder zu oft so. Aber wir haben es gleich geschafft, Freunde. Das Ding ist dann fertig. Da kommt die nächste Etage drauf. Sieht das nicht ganz so kacke mit den Balken immer aus? Es ist eigentlich gerade Nacht. Ich müsste das nutzen, um schlafig zu gehen. Dann machen wir mal zu. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nach runterkommen. Also wenn ich die Treppe jetzt runtergehe, ne? Genau. Oh, die Musik genau abgepasst hier. So. Jetzt müssen wir einmal noch zumachen. Aber. Oh, musste kurz Cut reinmachen. Musste wieder niesen. Wenn ich jetzt... Moment. Bin ja gar nicht so blöd. Das kann man hier halbwegs nutzen. Das muss man doch ausnutzen. So. Geht das? Genau. Da haben wir eine Treppenbeleuchtung. Können wir das hier zuklatschen? Da ist das jeweils ein bisschen beleuchtet, hier die Treppe. Wenn wir dann hochgehen. Siehst du? Da ist so ein süßen kleinen Lichtkegel hier vorne. Kann ich jetzt eigentlich auch... Warte mal. Nee. Schade. Ich dachte, da ist das Licht noch ein bisschen weiter. Ha, wunderbar. Haben wir das hier schon mal geschafft. Nächste Etage ist freigeräumt. Und wie ich es gesagt habe, die Folge ist jetzt vorbei. Ich meine, der hätte es ja denken können, dass ich das Ding fertig mache. Dann ist Feierabend. Und ja, es sieht ein bisschen komisch aus. Es wird aber nachher noch abgebessert. So, Freunde, ihr könnt jetzt links, rechts noch andere Videos klicken, falls ihr noch Bock habt oder wenn ihr Schnauze voll habt, ne, dann... Gut, unten Abonnierungsbutton, falls du mich das erste Mal gesehen hast, aber dann hast du nicht bis hier geguckt. Gut, haust rein, hab einen schönen Tag, ciao!